Ja, Schlaufi. Das Bergfest im Trainingslager ist schon rum. Ich glaube, die Annehmlichkeiten hier in Belek sind sehr gut. Was ist dein bisheriges Zwischenfazit von dem Trainingslager in Belek? Ich glaube, dass wir sehr gut gearbeitet haben, dass wir mit dem neuen Trainer jetzt eine klare Vorgabe haben, was jeder Spieler auch zu tun hat. Und wir versuchen das in jedem Training umzusetzen. Wir haben sehr, sehr viel den Ball dabei und von daher, glaube ich, macht das, obwohl es sehr anstrengend ist, auch eine Menge Spaß. Und ja, gut, wir versuchen insgesamt natürlich darauf hinzuarbeiten, dass wir eine bessere Rückrunde als Hinrunde spielen. Worauf würdest du sagen, liegt jetzt erstmal der Fokus in der Trainingsarbeit, im Trainingslager? Ja, erstmal versuchen wir natürlich wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen, dass wir wissen, dass wir besser Fußball spielen können wie in der Hinrunde. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber der Trainer verlangt es immer wieder, dass wir versuchen, auch flach zu spielen, dass wir versuchen, miteinander zu kombinieren. Und darüber hinaus natürlich nicht vergessen, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass jeder mit verschieben muss, dass wir kompakt sind, dass wir gut gegen den Ball arbeiten. Und von daher, glaube ich, sind da viele Sachen dabei, die wir auch gut gebrauchen können. So ein Trainingslager ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, damit das Team und das neue Trainerteam so ein bisschen zusammenwachsen können. Wie würdest du sagen, ist dieser Prozess inzwischen schon vorangeschritten? Ja, ich glaube, dass das immer ein bisschen einfacher ist, wenn man 24 Stunden zusammen ist. Und von daher, glaube ich, haben wir das ganz gut genutzt. Wir haben viele, viele Gespräche geführt, wir haben viel kennengelernt. Es werden natürlich auch einige Sachen neu gemacht. Und von daher, glaube ich, konnte der Trainer eine Menge von uns schon mitnehmen und wir auch eine Menge vom Trainerteam. Und ich glaube, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden. Was hast du dir denn persönlich für die Rückrunde vorgenommen? Ja, gut, erstmal hoffe ich natürlich, dass ich der Mannschaft nicht nur außerhalb des Platzes, sondern auch auf dem Platz wieder ein bisschen helfen kann. Und ich werde versuchen, wieder zu meiner Leistung zu finden, die im letzten Jahr nicht gut war. Und hoffe natürlich auch, dass ich der Mannschaft dann offensiv wieder helfen kann. Was würdest du sagen, ist jetzt abgesehen von deinem persönlichen Ziel das Ziel der Mannschaft? Was wollen wir erreichen in der Rückrunde? Ich glaube, wir wollen versuchen, eine ruhige Saison zu spielen und wir müssen bei dem sehr, sehr schweren Auftaktprogramm, was wir haben, versuchen, direkt voll da zu sein, dass wir 100% abrufen können und dann werden wir auch mit Sicherheit irgendwann unsere Punkte holen. Jetzt steht zum Abschluss nochmal, ja, zwei Testspiele stehen sogar an. Erstmal jetzt morgen Abend gegen Fenerbahçe Istanbul, sicherlich ein sehr, sehr guter, sehr, sehr starker Gegner. Ist schon eine gute Standortbestimmung, oder? Ja, würde ich schon sagen. Aber ich glaube auch, dass man die Testspiele nicht zu hoch hängen sollte. Ich denke, wenn man unsere Testspielergebnisse sieht der letzten 4, 5 Jahre, seitdem ich hier bin, waren die nie so berauschend. Und wir haben trotzdem fast 3 Jahre sehr erfolgreich gespielt. Natürlich ist es für uns so und für den Trainer wichtig zu sehen, dass wir das, was er von uns verlangt, versuchen umzusetzen und stetig weiterentwickeln wollen. Und jeder weiß, dass Fenerbahçe eine Top-Mannschaft hat. Und da werden wir versuchen, morgen gut dagegen zu halten. Das hoffen wir. Danke, Schlaufe. Okay.